Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vorgestern Nacht ging das Armory Update online. In meinem Video dazu bin ich live erstmal nur auf das Offensichtliche eingegangen, die Skins und so weiter und so fort. Und viele sind dann scheinbar davon ausgegangen, dass einfach nur das, was ich im Video gezeigt habe, verändert wurde. Das ist natürlich Quatsch. Man sieht ja auch hier, dass in den Release Notes nicht nur dieser Armory-Kram ist, sondern eben auch vieles, vieles mehr. Da ich jetzt bereits um 20 Uhr schon wieder streame, mache ich nicht den Deep Dive und gehe alles im kleinsten Detail durch, sondern zeige euch die wirklich wichtigen Dinge, die gemacht wurden, um das Spielerlebnis deutlich zu verbessern. Und es gibt auch noch einen kleinen Fix für euch, falls ihr Networking-Probleme habt. Also let's go! Dreistellig ist doch im Normalfall Tausender-Bereich, oder? Wie eben erwähnt, fällt den meisten nur das Optische hier ins Auge und dann wird direkt gesagt, ach, nur Scheiß-Skins. Doch direkt nach dem Laden des Updates und im ersten Spiel bereits im Hauptmenü, kam es einem schon ultra flüssig vor. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass es nicht nur mir so ging, sondern auch im Chat ultra viele Leute rumkamen, die gesagt haben, hä, was haben die gemacht? Das fühlt sich richtig geil an. Bevor wir aber hier in die Erklärung reingehen, warum es jetzt deutlich besser ist, kurz in die Erklärung zuerst rein, was ihr machen könnt, falls ihr Lags habt. Ihr geht auf die Settings, dann auf Telemetrie und am untersten Punkt Show Network Jitter, dieses Gejittere habt ihr wahrscheinlich, da geht ihr einfach auf Always, dann geht ihr in den Spiel rein und wenn ihr seht, dass ihr über dieser grauen Linie Ausschläge habt, dann geht ihr wieder in die Settings, dann auf Game und stellt danach hier bei Buffering One Packet ein. Und siehe da, schon sieht es deutlich besser aus. Keine roten Spikes mehr. Die ganze Sache ist übrigens auch beschriftet, also Leute, die sich darüber aufregen, dass nichts gemacht wurde und einfach nicht lesen können, ich weiß auch nicht. Hierzu gibt es auf Reddit auch einen sehr wichtigen Thread von Fletcher Dunn, in dem er genau das beschreibt. Hier ist sogar eine Live-Problembehandlung mit inbegriffen, das habe ich euch eben einfach nur im Video gezeigt. Für Big Dick hat das so funktioniert, dass er jetzt fast keinen Jitter mehr hat. Ihr habt es bei mir eben gesehen, am Anfang alles rot, ich stelle auf 1 ein, zack, fast nichts mehr. Bei mir ist aber nochmal besonders, weil ich halt Starlink habe. Also ich bin ein extrem schlechtes Beispiel für diese Netzwerkgeschichten, weil ich sowieso scheiß Internet habe, halt wegen Starlink, Satelliten-Internet. Nichtsdestotrotz hat man da eben den Effekt gesehen und ihr könnt euch den auch snacken, wenn ihr auf ein Paket stellt. Dann hätten wir das schon mal geklärt, weiter geht's. In der Animation dieser MJ-Lean, Michael Jackson-Lean, ihr wisst noch, dieses Hin- und Her-Gezapple, ist nun deutlich reduzierter bzw. nicht mehr vorhanden. Das ist ein Punkt, der schon mal in diese Crispness mit reinspielt, weil sich einfach die Figuren jetzt anders bewegen, besser und akkurater bewegen, als es davor der Fall war. Ein weiterer Punkt, warum es sich jetzt so extrem gut anfühlt, manch einer behauptet sogar, es wäre genauso wie in Go, dazu will ich jetzt keine Aussage machen, ist dieser hier und zwar, der Kill-Delay ist jetzt um einen Tick schneller. Man hatte davor bis zu 5 Ticks und jetzt sind es 4 Ticks. Und wenn ich mich recht entsinne, waren es bei Go auch exakt 4 Ticks. Deswegen, behauptet jetzt manch einer, würde es sich jetzt wieder genauso anfühlen wie auch in Go. Warum es sich overall so smooth anfühlt, dazu kann man Twitter gerne durchforsten. Ich habe dazu jetzt noch nicht die Zeit gefunden, das zu machen, weil ich streame, schlafe und dann direkt wieder streame. Der Grind ist gerade voll da. Ich nehme an, dass es unter anderem an den Animationsupdates liegt. Mir ist das Ganze, wie gesagt, schon ohne, dass ich irgendeinen Input von außen hatte, im Hauptmenü bereits eingefallen. Beim Waffen anschauen, dass es flüssiger ist. Im Chat haben dann über die nächsten paar Stunden vorneweg 30 Leute dasselbe geschrieben. Es fühlt sich viel, viel flüssiger an. Sie haben aber weniger FPS. Und das ist merkwürdig. Weniger FPS und es fühlt sich trotzdem flüssiger an, als es vor dem Update der Fall war. Wie geht es? Und zu guter Letzt noch zwei Dinge. Vergesst nicht, dass diese und nächste Woche noch unser Desert Eagle Fennec Fox Giveaway live auf Twitch verfügbar ist. Also gerne rankommen und mitmachen. Man schaut einfach vollkommen kostenlos den Stream, sammelt währenddessen die Bubble Dollar und kann dann damit Tickets für das Teil kaufen. Und zweitens, es riecht sehr stark nach Train. Es wurden wieder viele Anhaltspunkte gefunden, die auf Train hindeuten. Also womöglich können wir da bald dieses Jahr, sage ich mal noch, mit Train rechnen. Diese Infos kommen von Aqua is Missing, den kennt man, den habe ich schon ganz, ganz oft in den Videos gezeigt, also auf Twitter halt, weil ich natürlich diesen ganzen Data-Minern und so weiter folge für die Videos. Und auch TorCS2 hat hier einiges zu Train gefunden, unter anderem auch einen Sound. Und natürlich fragt man sich, worauf könnte dieser Sound hindeuten? Entweder bekommt der Zug auf Overpass ein anderes Geräusch, wobei das ganze Ding Train Outside Train Loop heißt, oder es wird natürlich für Train genutzt. Aus Zeitgründen kann ich jetzt leider nicht weiter auf das Update eingehen, ihr könnt aber gerne noch Folgendes beantworten. Findet ihr es noch nötig, dass ich hier einmal im Vollen drüber gehe oder sagt ihr, naja, das reicht eigentlich schon? Ich denke, dass das hier auf jeden Fall sehr notwendig war, dieses Video, einfach um nochmal zu sagen, hey, das Update ist nicht das hier, also ausschließlich das hier. Natürlich nimmt das optisch den meisten Platz ein, ja? Und warum die Volvos uns nicht sagen, dass sie zum Beispiel diesen Kill-Delay verringert haben, was ja ein mega, also ein Riesenschritt in die richtige Richtung ist, warum sie das nicht ganz dick oben hinschreiben, verstehe ich auch nicht. Man könnte sich so auf jeden Fall einiges an Weinerei ersparen, wenn man das halt eben auch sehr gut sichtbar irgendwo platziert. Aber so ein Update-Block, der so groß ist, gut, da haben die meisten eh keinen Bock.
Das ist auch unter anderem ein Grund, warum meine Update-Videos so gut laufen. Die Leute schreiben mir das mitunter in die Kommentare, dass sie einfach darauf warten, bis ich ihnen dann alles schön in einem Video erkläre. Also darum auch nochmal die Frage, das mache ich übrigens auch sehr gerne, euch das natürlich alles, ne, erklären. Darum nochmal die Frage, soll ich jetzt nochmal dann ein In-Depth-Video hier zu machen? Oder sagt ihr, no, ist in Ordnung? Haut in die Kommentare, dann seid ihr automatisch bei einem YouTube-Giveaway mit dabei. Und zwar gibt es für euch die MP7 Abyssal Apparition. Vielen lieben Dank am Pfannekuchen, der mir gerade einen fetten Trade geschickt hat für die Skin-Giveaways. Dankeschön. Man macht automatisch bei dem Giveaway mit, wenn man die Frage von gerade eben beantwortet. Soll ich nochmal so ganz in die Tiefe vor dem Update reingehen? Oder sagt ihr, naja, komm, brauchst du nicht. Ich ziehe dann jetzt direkt wieder durch. Heute ab 20 Uhr Livestream. Es wird schon reingegrindet in die Sterne. Und ich habe von euch bereits 3 weitere Tickets geschenkt bekommen. Ich werde das Ganze wie folgt machen. Mit meinem einen Ticket werde ich mal was für mich aufmachen, mal gucken. Es gibt nur ein paar wenige Skins, die mir wirklich so gut gefallen, dass ich sage, die hätte ich gern. Diese Tickets werde ich benutzen und möglicherweise auch ein weiteres 4. Insgesamt 5. werde ich dafür benutzen, um euch Giveaway-Skins zu ziehen. Und wir können es auch gerne so machen, dass wir im Stream sagen, hey, wer hat Bock auf den Opening-Giveaway? Und das läuft dann so ab, dass ihr reingeht ins Giveaway, der Gewinner wird gezogen und sobald der Gewinner feststeht, nutze ich 4 Sterne und der Gewinner bekommt das, was dabei rauskommt, egal was es ist. Das sind so besondere Nervenkitzel-Giveaways, die wir manchmal machen, auch mit Cases, dass der Gewinner feststeht und danach öffne ich eine Kiste und der Gewinner kriegt das, was aus der Kiste rauskommt, egal was es ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns jetzt gleich im Stream ab 20 Uhr. Zockt gerne mit. Ja, haut rein. Mit Instagram-Themen die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.